sehr fahrlässig. Er wollte einen Traumlupfer machen. So eine geile Chance musst du einfach anders verwerten, ehrlich. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Kein neues Video auf meinem Kanal. Meine Leggings angezogen. Nein, Mann. Lange Unterhose und so. Was geht, Leute? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dortmund Werder, beziehungsweise Werder Dortmund 1830 Weserstadion. Ich zieh mir was Schönes an. Bis gleich. Let's go. So, meine Freunde, nochmal ein ganz kurzer Real Talk hier aus der Zentrale. Heute Abend 18:30 Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns doch alle gerne nochmal zurück an das grandiose 2:3, wo Werder doch in den letzten 4 Minuten, 5 Minuten noch 3 Tore geschossen hat, auswärts in Dortmund. Oh, wenn das nicht Lust auf mehr macht heute, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall heute 18:30 zu Hause im Weserstadion. Dortmund, der Gast aus Dortmund, 5. Platz, 44 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir einmal Werder Bremen, 9. Platz mit 30 Punkten. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin vor allem auch gespannt, wo die Fahrt am Ende des Jahres oder beziehungsweise am Ende der Saison hinführt, wo wir landen werden, ob es doch noch für Europa reicht oder nicht. Ich persönlich würde sagen, ich hoffe persönlich ja, wie wir alle wahrscheinlich da draußen, aber wenn ich ehrlich zu euch sein darf, ich glaube, es wird am Ende des Tages leider nicht reichen. Ich bin, wie gesagt, es ist nur eine Einschätzung, es ist nur meine Meinung, nicht, weil ich es nicht will, aber ich denke, uns fehlt einfach die Konstanz, um da oben mitzuhalten. Ich, wie gesagt, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es anders wäre. Meine persönliche Meinung nehme ich natürlich gerne mit. Lass uns überraschen. Heute ein kleiner erster Schritt, Fragezeichen, gegen Dortmund. Wir werden sehen. Ich nehme euch mit. So, Leute, endlich angekommen. Und da sehen wir ihn schon ziemlich sauer. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät. Ist mal wieder eingerufen. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Mal gucken, was er sagt. Wie sauer er ist. Halt's Maul. Ich brauch noch 10 Minuten, sagt er. Es ist schon eine halbe Stunde zu spät, Junge. Es tut mir leid. Wir sind wieder betrinken, Alter. Es tut mir leid. Wie geht's dir, mein Junge? Ja, kann ich mir nicht lange böse sein. War echt meine Schuld, sehen wir ein. Aber wir lieben uns trotzdem, du weißt. Ne? Immer baut der Scheiße, aber ist egal. Aber ich habe Entschädigung mit. Halt mal auf, mit einer Hand. Entschädigung, ja, lass mir das ja nicht nachsagen. Mich, oder was? Nein, das kannst du gleich rausnehmen. Das, was sind da noch so? Hier. Ja, so Mann, sieht's so aus, Mann. Rein damit. Ich bin mit Fahrrad gefahren. Das war ein heftiger Trip, Alter. War ein heftiger Trip. Das war nicht gewohnt. Ja, richtig. Obwohl ich war im Fitnessstudio auch immer Fahrrad. Kommen wir noch mal jetzt zum wichtigen Teil. Warte mal ganz kurz. Wir haben beide neue Frisur. Voll drin, wir beide haben neue Frisur. Ja. Pass auf, was ist dein Tipp heute? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich sag 2-1 Werder heute. 2-1 Werder, wer macht die Tore? Jimma. Ja? Jimma. Okay. Okay. Ich sag mal. Die Aufstellung ja noch ja, nicht. Ja, 2-1, ich auch nicht, machen wir gleich. Ich sag, warte. Du hast 2-1 Werder gesagt? Ja, die letzten Spiele, die Billing haben sie verkackt, heute gegen Dortmund. 1-1. Ich sag, die holen noch ein 1-1 raus irgendwie. Irgendwie muss das gehen. Guckt euch diesen schönen Anblick an. Und passend zum Anblick blende ich jetzt dich ein. Diesen schönen Einblick. Bein, ne? Ja, Mann. Ganz kurz nochmal, hier haben wir ein stilles Plätzchen gefunden, ja, fernab. Wir sind die hübschesten im Stadion. Ja. Hintergrund, guck mal, Flutlicht sogar, Hintergrund. Geil, sieht geil aus. Ganz kurz, was ich dir nochmal fragen wollte. Werder, Europa, ja oder nein? Was hältst du davon? Wie siehst du die Sache? Mir wäre eher lieber, also schön, wenn sie Europa spielen wegen Geld, finanziellen Sachen und sowas, aber muss man ehrlich sagen,
wäre lieber, wenn sie sich auf die Bundesliga konzentrieren und da ihre Energie reinstecken. Vielleicht danach die Saison, wenn sie sich ein bisschen gefestigt haben. Also du meinst diese Saison erstmal noch... Ja, geil natürlich. Geiles Feeling. Europaspiel wäre natürlich geil, aber... Wir, Freunde, wir hätten uns in Bremen auch alle mal wieder verdient, so seit den ganzen Qualen, die wir hatten so in den letzten Jahren, sag ich mal, wäre das eigentlich geil, ne? Also dein Standpunkt ist ja, gerne, aber dieses Jahr erstmal auf den Abstieg konzentrieren. Ja. Gegen den Abstieg. Also meinst du, die sind schon durch, safe oder nicht? Absteigen werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Das müsste schon echt an, weiß ich nicht, Grenzen, dass wir noch absteigen, aber ich weiß nicht, Europa wäre schön, aber muss für mich nicht unbedingt sein. Muss nicht für dich unbedingt sein. Muss sein, also in Bundesliga. Ich hatte ja vorhin schon meine Meinung gesagt, ich sag dir auch nochmal, ich würde bevorzugen, wenn wir es schaffen, also ich würde das feiern, aber ich glaube es nicht, weil uns noch die Konstanz für Europa fehlt. Weißt du, dieses, also mir fehlen die Worte dafür. Dieses permanente oben mit dran bleiben, weißt du, wenn wer da mal die Chance hat, da irgendwie ranzudocken, oben, dann kacken die einfach wieder ab oder beziehungsweise holen dann die Punkte nicht. Ne? Von daher würde ich sagen, das wird doch bis zum Ende der Saison so hinauslaufen. Sie werden knapp den Europacup-Plätze verfehlen. verfehlen. Ach, schade, ich würde es gerne, aber ich glaube nicht. Ich möchte ja, aber ich glaube nicht, sagen wir mal so. Das ist meine Meinung. Dieses Jahr noch so und danach das Jahr Champions League. Den nehmen wir mit. Doch, so machen wir das. Dein Wort in Saschas Ohr. Wen vorne im Gang erstmal. Hier, hört es ja. Mit der Musik gehen wir rein. Stadion 18:30 Werder Dortmund. Let's go. Bei Vanillax. Nur der SV. Da ist er, der Anpfiff. Fahrlässig. Er wollte einen Traumlupfer machen. Ne? So eine geile Chance musst du einfach anders verwerten, ehrlich. Bremen! Bremen!
Ja, da macht Druck. Richtig, wir haben ihn erwischt, der hat richtig gedacht, der wäre drinnen. Gibst du? Mann, für dich sah der auch so aus. Ich habe schneller gereicht als du. Sag mal was zum Spiel ganz kurz. Wir haben gerade Halbzeit von der Halbzeit, 28. Wie schätzt du das so ein alles? Boah, wenn das so weitergeht, scheint ja gar nichts mehr zu wollen. Macht keinen Spaß im Moment. Das Spiel von 1 bis 10, was gibst du Werder? Bis jetzt? 1 bis 10 ist gut oder was? Ja. 5. Ja, also Werder hatte ein, zwei gute Chancen mit Dux und so weiter und so fort. Dux hat voll verkackt mal wieder. Ich sag doch nichts mehr zu. Aber Jim hat fast, ich will meine Augen an Tor gemacht. Ja, Mann, ich schwör's dir. Also wir halten fest, Werder drin. Kommt irgendwie nicht richtig durch bis ganz nach vorne. Bleibt immer irgendwo stecken. Wenn sie durchkommen, dann werden die Abschlüsse klicklich vergeben leider. Und darum liegst du ja 1-0 hinten. Geht aber in Ordnung soweit eigentlich, ne? Von den Spielerteilen her. Okay. Muss man so fair sagen. Selber gesehen den ganzen Konter, ne? Live. Also wer sich so auskontern lässt im eigenen Stadion, der hat es völlig verdient, hier 2-0 hinten zu liegen, ehrlich. Fällt das für nichts mehr ein. Das ist so schlecht, auch wenn es Dortmund ist, das ist so schlecht. Geil ist, Chrissy bringt mir leider ein Bier mit, damit ich das hier irgendwie aushalten kann. Sabitzer eine rote Karte abgeholt in der 45. kurz vor der Halbzeit. Schauen wir, ob das Werder noch was nützt. Ne? Dortmund hat jetzt mit 10 Mann. Halbzeit, 2-0 Dortmund, rote Karte Dortmund. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, Mann. Ey, jetzt erstmal auf Toilette Bier wegbringen.
soll ich sagen, der Anfang der zweiten Halbzeit verpasst, weil wir auf Toilette waren. Hat ein bisschen länger gedauert. Abkürzung gehabt. Ja. Krischers Abkürzung. Krischers Abkürzung hat uns ein paar Minuten gebracht, aber wir sind immer noch zu spät. Pyro-Show verpasst, aber immer noch 2-0. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Let's go. Schade. ZTL Werder am Spiel. ZTL Werder am Spiel. Bremen! 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 Der goldene Abschluss zum Spiel. Ach. Was sagst du, Chrissy? Wie ist es dir ergangen? Ich sag ganz ehrlich, der Lupfer von Duxch hätte nicht sein müssen. Das Ding musst du machen, machst den Billigen in den Mittelträg, dann ist das Ding sicher, aber er will so wenig wissen, weißt du. Allgemein zum Spiel, was meinst du, hätte Werder noch ein 2-2 verdient gehabt oder nicht? 2-2 hätte noch drin sein können, ne? Also ganz ehrlich. Drin sein können oder drin sein müssen? Müssen, eigentlich so. Okay. Ich sag auch können, aber irgendwie hat sich Werder zu blöd angestellt. Bei der Halbzeit war Werder klar, muss ich das sagen, aber das hat man nicht sollen sein. Ne? Werder hat sich einfach ein bisschen zu blöd angestellt gegen 10 Dortmunder, auch wenn die es gut gemacht haben zum Schluss, das muss man sagen. Die haben es gut über die Zeit gespielt, die haben es gut runtergespielt. Wie es für ein Champions League bzw. Europapokal, wer weiß, wo die landen, die sind ja im Moment Fünfter. Ich denke mal eher Champions League, wie sich das für so einen Club gehört, haben sie es gut runtergespielt, aber für Werder muss man sagen, naja, da hätte man auch also 2-2 rausholen können. Hätte drin sein müssen. So. Müssen. Fand ich. Spielerische Leistung war da. Du sagst müssen. Ich sag Umsetzung war halt nicht.
manchmal so. Du sagst müssen, ich sag's können. Ja, von daher, Leute, ist das Video jetzt wieder beendet. 2-1 ja, Niederlage gegen Wolfsburg. Gegen Dortmund. Gegen Wolfsburg ist das? Ich hab's nicht auf dem Schirm. Okay. Bleibt alle gesund, Leute. Vergesst kein kostenloses Abo dazu lassen, wenn ihr Bock habt, um keine weiteren Stadionblogs zu verpassen. Wir machen das nämlich regelmäßig. Ist für euch auch kostenlos und uns würdet ihr sehr unterstützen. Ja, mal Grill und Paddel. Okay, bleibt gesund, Leute. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.